Ich möchte Ihnen in diesem Vortrag ein Tool vorstellen, mit dem Data Literacy oder auch die Lehr- oder Programmierung ganz gut trainiert werden kann. Und ich teile jetzt mal eben erstmal meinen Bildschirm. Kurz etwas zu Data Literacy, das soll jetzt nicht der Schwerpunkt sein, worum es in dieser Coffee Lecture gehen soll. Aber dass wir nochmal vielleicht eine kurze Idee bekommen, was das beinhalten kann. Da habe ich eine De Definition vom Hochschulforum Digitalisierung von 2017 rausgesucht. Data Literacy is the ability to handle data in an organized manner, use them consciously and question them in the respective context. This includes the competencies to collect, explore, manage, curate, analyze, visualize, interpret, contextualize, evaluate and apply data. Das ist eine ganze Menge, wie ich finde, was man beherrschen muss, wenn man Data Literacy betreibt. Und ich finde halt eben, wenn ich mir so diese ganzen Aufgaben, die das beinhaltet, anschaue, ist bis auf das Collect, was dann ja im Prinzip vielleicht auch mal in der freien Wildbahn passieren muss irgendwie, wenn man Daten sammelt oder mit Hilfe von ja, Satelliten zum Beispiel oder von Messinstrumenten, kann man im Prinzip vieles davon tatsächlich mit so einem Tool wie Jupyter machen. Da es sehr ja, viele Möglichkeiten bietet. Und ich würde Ihnen kurz ein bisschen was dazu erzählen, warum ich da jetzt mit arbeite und wie auch die Entwicklung von Jupyter selber ist. Das Projekt Jupyter, das ist entstanden 2014 als eine Non-Profit-Organisation und hat sich aus dem IPython-Projekt gegründet. Und IPython bedeutet so viel wie interaktiv Python. Python ist eine Programmiersprache, die aktuell sehr populär ist und viel auch in der Datenanalyse, im maschinellen Lernen und so weiter genutzt wird. Und Jupyter ist eigentlich so ein Akronym. Soll ein bisschen an die galileischen Monde erinnern, aber vor allen Dingen das Wort setzt sich dann halt eben aus den Programmiersprachen Julia, Python und R zusammen. Und das sind so drei von vielen anderen Programmiersprachen, die man mit Jupyter dann auch nutzen kann. Das ist immer weiterentwickelt worden und eigentlich aber das Kernelement sind sogenannte Notebooks. Das heißt, man muss sich das wie ein Notizbuch vorstellen. Da ist ja auch nochmal die ja, Herleitung von den Notizbüchern von Galilei. Und man kann halt eben wirklich ganze Dokumente mit Hilfe von Jupyter verfassen, plus aber halt eben ausführbaren Code. Und das finde ich sehr spannend, weil man dann im Prinzip alles so in ein Dokument drinne hat. Man kann das dann auch weitergeben. Ergänzt worden ist das Ganze dann 2018 noch durch eine Entwicklungsumgebung, was zu einem zwar webbasierten Tool ist, also sie rufen das in ihrem Browser auf, aber sie haben die Möglichkeit, viele Funktionalitäten zu nutzen, als wenn sie etwas auf ihrem Desktop-PC installiert hätten. Und das ist schon ja, sehr komfortabel. Ja, im Projekt Skill, in dem ich arbeite, Skill OB steht für studienzentriert, kollaborativ, innovativ Lehren und Lernen an der Universität Bremen. Da haben wir insgesamt 10 InnoLabs. Eines davon ist im Bereich der Geowissenschaften, im FP5. Und dieses InnoLab hat in seinem Antrag sich gewünscht, Jupyter sozusagen mit einer ja, so eine Verwaltung zu nutzen. Das heißt irgendwie, dass nicht jeder Jupyter auf seinem eigenen Rechner installieren muss. Es ist eine Open-Source-Software, die kann man sich runterladen und dann auf seinem Rechner installieren, sondern dass es dann halt eben auch eine Möglichkeit gibt, dass sich Studierende anmelden können und man im Prinzip schon Dokumente und halt eben gewisse Programmierprofile erstellen kann, mit denen die Studierenden dann relativ einfach arbeiten können. Und das ist halt eben im Rahmen dieses Projektes halt eben passiert. Und seit schon einem guten Jahr kann man halt eben Jupyter nutzen. Inzwischen nutzt das auch zum Beispiel der FB9 für sein Data Bootcamp, wo sie mit R arbeiten. Und der Fachbereich 4 hat das in einer Übung eingesetzt und vielleicht auch demnächst der Fachbereich 7 noch im Bereich des Empirie-Praktikums. Genau.
Und da sieht man auch schon so ein bisschen, wie man sich Jupyter vielleicht vorstellen kann. Das ist halt eben hier so das Notebook, in dem man Text halt eben reinbringen kann. Man kann Programmiercode reinbringen, LaTeX zum Beispiel auch reinbringen oder halt eben auch interaktive Grafiken. Und sie haben auch eine ziemlich große Auswahl an möglichen Programmiersprachen. Im Moment sind das so 40 gängige Programmiersprachen, Skriptsprachen oder auch andere Tools, wie zum Beispiel MATLAB könnte man da reinbringen oder halt eben Octave, wenn man die entsprechenden Lizenzen zum Beispiel für MATLAB hat, aber auch Fortran oder C, C++, PHP, HTML, Markdown Language, das ist alles möglich und können Sie dann nutzen. Genau. Und das Ganze ist halt eben webbasiert. Das heißt, man kann im Prinzip via über den Browser halt eben die Seite aufrufen. Das möchte ich auch gleich mit Ihnen machen und sich dann halt eben ja, an die Arbeit setzen. Dann gehen wir da mal rauf. Also Sie erreichen den Jupyter Hub der Universität Bremen unter https jupiter-uni-bremen.de. Wenn Sie keinen Zugang haben, also nicht Angehörige der Universität Bremen sind, dann gibt es auch die Möglichkeit, auf die Projektseite zu gehen unter jupiter.org und dann /try können Sie auch den Jupyter Hub dort nutzen. Aber wir gehen jetzt mal auf den Jupyter Hub von der Universität Bremen. Können Sie alle den Browser sehen? Funktioniert immer noch, sehr gut. Okay, und dann sind Sie auf die Login-Seite gegangen und da können Sie sich, wie Sie es vielleicht schon gewohnt sind, für diverse Angebote, digitale Angebote an der Universität Bremen hier einfach einloggen. Sollte mir mal ein kürzeres Passwort zulegen. So. Und dann sind Sie auf die Startseite gekommen und dort finden Sie ein paar Standardprofile für verschiedene Programmiersprachen vor. Das ist jetzt erstmal einmal für Python, für R und für Java haben wir für alle, die sich dann einloggen, erstmal ein Profil angelegt. Das können Sie einfach starten und dann wird der entsprechende Jupyter-Kernel geöffnet. Dann sehen Sie hier auch noch ein paar öffentliche Profile, die zum Teil schon zu den Fachbereichen mit dazugehören, die Sie aber auch nutzen können. Und Sie haben dann noch die Möglichkeit, eigene Profile anzulegen, die mit einer Stutterpie-Veranstaltung verbunden sind. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen, aber ich öffne jetzt erstmal so ein Standard-Python-Profil. Das wird dann geladen. Und dann sind Sie in der Jupyter-Oberfläche. Und da sehen Sie, Sie haben schon hier so ein paar Funktionalitäten. Ich mache das auch noch mal ein bisschen größer. Das gliedert sich so ein bisschen jetzt hier auf in dem Menü, was Sie hier oben haben, wo Sie verschiedene Möglichkeiten haben, die Notebooks oder halt eben mit Jupyter zu arbeiten. Sie haben ein Dateiverzeichnissystem, wo Sie Dateien ablegen können. Sie können auch Datei hochladen, runterladen. Und dann haben Sie als zweites, jetzt muss ich nochmal in den Ordner wechseln, so, also Sie können da auch hin und her springen, Sie können neue Ordner anlegen. Und hier daneben haben Sie erstmal den sogenannten Launcher. Und dort können Sie zum Beispiel ein Notebook starten oder zum Beispiel auch ein Terminal oder ein Textfile öffnen oder eine Befehlszeile öffnen. Ich öffne jetzt aber erstmal ein Notebook, dass man sich das erstmal angucken kann, wie das dann ausschaut. Sie haben dann die Datei, ein sogenanntes Jupyter Notebook. Und in dem Notebook arbeiten Sie in sogenannten Zellen. Und dort können Sie dann halt eben entweder Code oder zum Beispiel Markdown Language halt eben auch ablegen. Das können Sie hier oben einstellen, was Sie gerade hier machen wollen. Und so füllen Sie sich dann langsam halt eben zum Beispiel ein, ja, Jupyter Notebook. Ich habe hier schon mal ein paar angelegt. Und wenn Sie dann halt eben den Code ausführen wollen, das ist jetzt in diesem Fall Python, dann können Sie jede Zelle ausführen, zum Beispiel mit Shift-Enter. Das mache ich jetzt mal. Und der Code wird dann halt eben ausgeführt und generiert mir jetzt in diesem Fall so eine Art Farbspektrum. Na, das ist hier sozusagen mit dem Code alles
so definiert und vorgegeben. Und ich kann dann zum Beispiel auch interaktive Grafiken erstellen, zum Beispiel. Und das ist natürlich für die Analyse von Daten natürlich manchmal ganz schön, wenn man dann halt eben auch zum Beispiel, jetzt nicht in diesem Fall Farben, aber zum Beispiel, ja, zum Beispiel Entwicklung über Jahrzehnte, sozusagen in der meinetwegen Bevölkerungsentwicklung oder irgendwie, was das Bruttoinlandsprodukt oder solche Sachen halt eben angucken möchte. Und das ist halt eben relativ simpel. Sie können dann halt eben aber auch mit Text arbeiten oder hier zum Beispiel auch LaTeX-Befehle einfügen. Und Sie können den Code auch quasi einklappen, wenn Sie sagen, das ist mir alles so viel. Aber die Idee dahinter ist tatsächlich, dass Sie ein Dokument erstellen, wo dann halt eben sozusagen alle Informationen halt eben, vielleicht die Aufgabenstellung, vielleicht eine Einleitung, was ist die Fragestellung überhaupt, der ganze theoretische Hintergrund. Sie können wirklich ein kleines Buch erstellen, mit aber dem besonderen Pfiff da drinne, dass Sie auch den Code, den Sie verwenden, da drinne haben. Und das dann auch weitergeben können. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Studierenden haben, der soll eine Aufgabe bearbeiten und dann plötzlich, sage ich mal, soll der ganze Aspekt mit einem Vorzeichenwechsel betrachtet werden, kann der Nächste das einfach nehmen, muss es natürlich auch verstehen und auch interpretieren zum Schluss. Aber man muss nicht im Prinzip alles wieder von vorne machen. Sie können auch dann zwischen den verschiedenen Profilen wechseln. Das mache ich jetzt gerade mal und zum Beispiel ein R. Beispiel wählen. So. Und da habe ich mal so ein kleines Beispiel, wie das dann aussehen könnte. Nochmal in die Beispiele rein. Na, das wäre jetzt sozusagen mal ein Beispiel in R. Da habe ich hier den Code drinne. Da werden auch noch Bibliotheken mit dazugeladen. Und dann bekomme ich hier eine Ausgabe. Und da kann ich dann vielleicht auch mal Fragen stellen, irgendwie, dass man halt eben zum Beispiel so eine Grafik mal untersucht, und gewisse Aspekte genauer betrachtet oder halt eben auch den Code verändert und ganz neue Aspekte dann auch, damit reinbringen kann. Was bedeutet das jetzt für Lehrende, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zurückgehe in die Übersicht der Profile? Sie können sich so ein Profil selber anlegen. Sie können sagen, ich möchte zum Beispiel, dass meine Studierenden in Python arbeiten. Die brauchen die und die zusätzlichen Pakete dafür. Und die sollen halt eben auch gewisse Materialien dort schon bekommen. Und dafür können Sie tatsächlich, das hat mein Kollege Marcel Meissner entwickelt, quasi sich so ein neues Profil erstellen, wo Sie dann halt eben in diesem Formular Angaben machen, was das zu welcher Veranstaltung das ins Dutapi gehört. Da wird das auch schon vorausgewählt durch Ihre Anmeldung, ist dann eine Verknüpfung zu Dutapi da. Und Sie können dann halt eben hier eine Beschreibung geben. In Deutsch und Englisch dann die Programmiersprache auswählen und die entsprechenden Pakete und dann zum Beispiel über einen GitLab-Link können Sie auch die Dokumente vom Git dann sozusagen sich ziehen. Genau, da springe ich nochmal eben ganz geschwind nochmal zurück in die Präsentation. Ja, also das sind nochmal so ein bisschen die Vorteile auch, dass wir jetzt Jupyter Hub hier an der Universität haben. Eine ganz wichtige Sache ist der Datenschutz zum Beispiel, den man sonst nicht hätte, dass wir es halt eben durch Hosting und Zeit hier gewährleisten können, dass Sie sich mit Ihrem Uni-Account zum Beispiel anmelden können. Sie haben technische Betreuung mit an Bord. Wir stehen für Sie zur Verfügung, auch wenn es spezielle Wünsche gibt, was so Profilgestaltung angeht. Es gibt das Veranstaltungsmanagement aktuell über Stutapi, das ist auch neu. Und wir können halt eben auch anhand Ihrer Bedürfnisse dann halt eben auch eine Weiterentwicklung machen. Und Sie können halt eben individuelle, ja, Profile für Ihre Lehrveranstaltung dann auch damit erstellen. Genau. Hier sind noch mal ein paar Links oder Literatur, mit der ich ein bisschen gearbeitet habe. Es gibt zu Jupyter unendlich viel. Da werden Sie im Prinzip tot zugeschlagen mit, wenn Sie das eingeben.
Und ich werde Ihnen das gleich auch nochmal in den Chat reinposten. Und ja, ansonsten bin ich offen für Fragen. Ansonsten können Sie sich auch gerne an mich und Herrn Meißner wenden. Wir sind unter info@jupiter-uni-bremen.de zu erreichen. Ja, vielen Dank.